Moin moin und herzlich willkommen mit ganz ganz schlechtem Wetter hier aus Extreme Trucker 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir fahren heute mit einem Sattelschlepper voll Maschinenteile zu unserem Ziel. Wir gucken es uns auf der Karte an. Wir starten hier in Kororoiko und fahren nach Choila. Diese Strecke entlang hier, die Serpentinen, richtig cool. Entlang der Schluchten bei strömendem Regen. Machen wir mal den Scheibenwischer hier an. Und dann gehen wir hier auf die Reise. Ich habe mir extra den Sattelschlepper ausgewählt, weil der, glaube ich, sehr cool ist auf den Serpentinen. Besser als jetzt, wir könnten noch so einen fahren wie vor uns. Das ist aber nicht annähernd so spannend. Und der schläft jetzt sogar ein, das heißt, wir überholen den, wenn kein Gegenverkehr kommt. Wir riskieren das mal auch, wenn wir hier nichts sehen. Deswegen ist es eine Todesstraße, weil da auch solche Idioten wie ich unterwegs sind. Und da seht ihr es schon. Da geht die Straße hoch. Da wollen wir lang. Das Ganze am besten ohne Unfall. Oh, 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 oh. Und vor allem ist es auch noch steil, ne? Es ist nicht nur eng, sondern auch steil. Und man möchte natürlich auch nicht abstürzen. Weil wenn Gegenverkehr kommt, hängen wir fest. Das ist so. Wir brauchen eigentlich zwei Spuren hier hoch. Und trotzdem sind wir schneller als alle anderen hier. Wie jetzt hier, müssten wir theoretisch mal gucken. Kommt kein Gegenverkehr, weil wir brauchen hier den Platz, um auszuholen. Sonst kommen wir hier gar nicht rum. Und das ist schon herausfordernd. Jetzt hat er uns wieder ein, der Kollege mit seinem kleinen LKW, weil wir hier hochkriechen. Ja, sorry. Wisst ihr mal, wie es ist, ne? Ah, ich sehe nichts. Fuck. Ich möchte einfach so ein schönes Bild haben hier. Schade, dass man da kaum was sieht dann. Weil so haben wir halt einen viel besseren Überblick über den ganzen Truck. Aber man sieht halt hinter den Mauern nichts. Deswegen gehen wir mal auch in die Innenperspektive. Oh, wir hängen hinten fest mit unserem Auflieger. Jetzt stapeln sie sich schon hinter uns. Tatsächlich. Machen wir die. Nee, das ist... Nein. Ich dachte gerade, wir haben die Spiegel an. Das ist der reale Spiegel links. Oh mein Gott. Peinlich. So, der Regen lässt, glaube ich, langsam nach. Wir können den, glaube ich, ausmachen gleich. Weil wir auch schauen müssen. Aber wir bleiben erstmal auf der Straße. Lol, warum ist eigentlich Ü der Blinker? So, hier ist die Tour natürlich schön entspannend, ne? Schön durch die Natur. Auf diesem kleinen, also bei uns würde ich das als Feldweg wahrscheinlich sogar bezeichnen, fast. Etwas breiterer Feldweg. Hier ist das eine Hauptverkehrsstraße. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Doch weiter geradeaus.
da unten ein kleines Dorf mit Kirche oder Kloster oder sowas. So, das ist jetzt hier. Boah, der Heli. Alter Schwede. So, wir überholen mal. Auf Risiko mal wieder, ne? Ihr wisst das. So, hier überholen wir jetzt nicht. Nicht, dass wir hier runterfallen. Hier geht es ordentlich bergab. Wobei, zack, nehmen wir den Schwung mal mit hier runter. Und dann fahren wir auch schon, weiß ich nicht, ich glaube es sind keine km, sind es km/h? 50 km/h? Echt nur? Kommt mir so schnell vor. So, kein Gegenverkehr, auch den überholen wir. Bam, vorbei. Risikotour. Alter, wir fahren doch schneller als 50. Jetzt muss ich aber doch mal bremsen hier. Sonst fliegen wir hier doch noch runter. Wir bleiben hier, müssen aber, glaube ich, gleich aufpassen, dass wir uns nicht verfahren. Fahren wir, glaube ich, links rum. Und an der nächsten müssen wir aufpassen. Hier geht's richtig runter. Eieiei. Ah, jetzt kommt diese geile Brücke. Da, wo der Heli gerade unter durchgeflogen ist. Hammer. Jetzt müssen wir aber mal kurz auf die Map schauen, weil jetzt weiß ich nämlich nicht, wo wir lang müssen. Geradeaus weiter. Wir fahren nicht über die Brücke. Okay. Wir bleiben also hier. Ins Ungewisse, wie es da runter geht, ne? Boah. Also das überlebst du nicht, wenn du hier abstürzt. Er hält an, er hält an. Warum? Es ist nicht sein Ernst. Warum hält er da an? So, hier ist... Ach nee, hier ist nur ein Parkplatz. Da kannst du natürlich auch richtig geil gucken. Ach so, wir können die Sicht gerade nicht verändern. Weil wir in der Seitenansicht sind. So, da oben das Schloss oder was auch immer es ist, wahrscheinlich eher ein Kloster oder sowas. Geil. So, wir bleiben auf der Straße, müssen dann gleich links abbiegen. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Mann, Regen. Ich mag keinen Regen. Vor allem ist es jetzt auch Nebel, ne? Wir sehen jetzt kaum was von der Landschaft leider. Naja, dann muss man mit klarkommen. Ich komme jetzt auf eine größere Straße drauf, glaube ich. Das ist die Verbindungsstraße einfach nur. Sieht auf jeden Fall größer aus. Und wichtiger. So, dann sind wir auch dem Ziel schon ziemlich nah. Nee, können wir nicht überholt. Hier geht es nämlich berghoch. Da verlieren wir auch ordentlich Schwung.
Jetzt, wenn der natürlich anhält. Naja, wir kriechen mal hinterher. Kommt kein Gegenverkehr, das ist ganz gut. Und dann ziehen wir einfach mal vorbei. Alter, so ein Arsch, Alter. Ups. Ey, warum gibt der denn jetzt kein Gas mehr hier? Mist. Jetzt bin ich auch noch vom Gas runtergegangen. Alter, schaut euch mal an, wie steil das hier geht. Deswegen kommen wir den Berg nicht hoch. Ach du Kacke. Unsere Zeit läuft. Ah, ich bin gespannt. Jetzt sollte es eigentlich gleich wieder gehen. Wenn die Steigung hier vorbei ist. Normales Licht so. Was sind denn das für Maschinenteile? Irgendwelche Antriebswellen oder sowas, auf jeden Fall alte Teile. Auch von irgendwelchen LKWs würde ich sagen. Möglicherweise Antriebswelle oder sowas. Ich kenne mich ja da nicht so wirklich aus, aber ich könnte es mir vorstellen. Total verrostet. So, jetzt geht's wieder bergunter. Jetzt können wir gleich ein bisschen Schwung aufnehmen. Wir müssen auf der Straße bleiben. Okay, alles gut. Hältst du an? Und jetzt geht's wieder berghoch. Also wir kommen schon hoch hinaus. Ja, und wie bereits angekündigt, das wird wohl die letzte Folge sein. Ich weiß nicht, ob ich noch eine aufnehme. Ich denke nicht. Ich denke, das reicht auch. Wir haben jetzt ein paar Touren gemacht überall. Deswegen kann ich mich ja auch schon mal bei euch bedanken, dass ihr dabei wart bei diesem ersten Teil oder bei der ersten Staffel, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte, vom Retro Gaming Projekt, in dem ja immer wieder mal was ältere Spiele auch kommen sollen, die ich früher vielleicht auch gespielt habe oder die ihr mit einbringt. Extreme Packer war der erste Teil davon also quasi, und wenn ich Bock drauf habe, dann kommt irgendwann auf jeden Fall noch was anderes. Je nachdem. Also das ist jetzt nicht geplant, dass alle oder jeden Monat da irgendein Spiel vorgestellt wird. So ist es nicht. Ist egal, wo wir lang fahren. Sondern je nachdem, wenn ich Bock habe auf irgendein Spiel mal, dann könnte es ein Retro-Gaming-Projekt geben. Und wenn ich keinen Bock drauf habe, dann kommen halt die regelmäßigen anderen Videos. Die regulären. Und mich würde es natürlich freuen, wenn er trotzdem nochmal Feedback, auch wenn das vielleicht die letzten Folgen schon gemacht habt, in die Kommentare schreibt. Wie fandet ihr das? Nein, nein. Oh, Backe. Eieiei. Jetzt hat es uns hier noch tatsächlich richtig auseinandergehauen. Okay, wir kommen vom Berg runter. Wir schieben gleich den anderen da weg, ne? Alter, und alle hupen, weißt du? Wir hier knapp dem Tode entkommen. Wir müssen uns halt hier aus dem Anhänger befreien, ohne uns vorne am Berg festzufahren. Seht ihr, und jetzt hängen wir schon. Ja, ich hänge den noch nicht an, dass ich erst gerade stehen möchte. Wisst ihr was? Wir könnten den da jetzt auch runterschieben, weißt du? Und tschüss. Richtig fies.
So, angehängt. Ich sehe es nicht. Wo ist der Kollege? Fällt tatsächlich den Berg runter. Aber wie langsam, ne? Auch total unlogisch. Tschüss. Wir fahren dann mal weiter. Eieiei. Tatsächlich hier in den letzten Metern noch einen heftigen Crash gehabt. Meine Fresse. Okay. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr findet das gut, dass ich vielleicht auch sowas mal bringe. Nicht immer nur die neuesten Spiele. Wobei, was heißt neuesten, ne? Auch American Truck Simulator, Euro Truck Simulator sind schon relativ alt. Und trotzdem machen sie Spaß, so wie dieses Spiel ja auch. Und es bleibt, wie gesagt, nur der Aufruf. Wenn ihr auch irgendwelche coolen Spiele habt, die ihr bei mir mal sehen wollt, ältere, die in dieses Retro-Gaming reinpassen würden, dann schreibt mir das gerne als Vorschlag. Ich werde mich da auf jeden Fall mal mit auseinandersetzen, ob ich mir das Spiel dann kaufe. Vielleicht habe ich sogar. Müssen wir mal schauen. Ich möchte jetzt natürlich keine 20 Euro dafür ausgeben für ein Spiel, das ich dann vielleicht 5 Folgen lang spiele. Das nicht. Aber ich werde auf jeden Fall mal gucken, ob sich dann da was machen lässt. Jetzt sind wir sogar noch am Ziel vorbeigefahren, ja? Also so richtig toll war diese letzte Folge jetzt nicht. Wobei, spannend schon, ne? Ist ja immer geil, wenn mir irgendwas passiert. Freut euch drüber. Naja, also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne positive Bewertung da lassen oder auch ein Feedback in den Kommentaren, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst in irgendwelchen Videos wieder. Bis dann, euer Kevin Zockt. Bye, bye.